Hey, du Perversling, was guckst du mir auf die Titten? Bro, das ist unfair. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wisst ihr, ich bin gerade auf dem Weg zum Schwimmbad, weil ich möchte heute mit euch zusammen eine neue, extreme 24-Stunden-Challenge drehen. Und zwar will ich heute von 11.04 Uhr bis morgen 11.04 Uhr mich nur von Schwimmbadnahrung bzw. Freibadnahrung ernähren. Das hört sich jetzt komisch an, aber wenn ihr mal an eure Kindheit zurückdenkt oder auch heute, wenn ihr noch ins Schwimmbad geht oder Freibad, was gibt's da? Diese Pommes zum Beispiel, die werde ich mich ewig erinnern. Diese Pommes, die da wirklich in dieses Chlorwasser irgendwie gepumpt werden, aber die sind ganz besonderen Geschmack haben und das nur im Schwimmbad. Bei uns gab es zum Beispiel auch irgendwie so Currywurst und sowas und natürlich so Bum-Bum-Eis und alles in die Richtung. Aber stell dir jetzt mal vor, deine ganze Ernährung besteht 24 Stunden lang nur aus Freibadnahrung. Das heißt ja auch, wir müssen jetzt wirklich von einem Freibad zum nächsten Freibad. Ich werde natürlich auch viel Schwimmspaß machen. Ihr werdet mich auch oberkörperfrei sehen, ihr Schweine. Ja, das wird ein Anblick, der euch wahrscheinlich gefallen wird. Aber dann abonniert ihr noch mehr den Kanal. Am Ende liked ihr noch das Video deswegen. Und das Geile ist auch, ich habe noch ein Schwimmbad gefunden, das ist unter Berlin. Da werden wir morgen noch hinfahren. Ich habe mir extra ein Auto ausgeliehen, das ist so Tropical Island heißt das. Da sind 500.000 Quadratmeter. Dann gibt's da. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich hab's völlig unterschätzt. Kurzer Einblick in Tropical Island. Ein gigantisches Teil. Unfassbar gigantisch viel Auswahl. Du kannst da so kranken Scheiß machen von Schwimmen. Du bist eine Meerjungfrau. Und. Da will ich mit euch auch noch hin. Mal gucken, was noch essenstechnisch abgeht. Jetzt gehen wir aber erstmal zum ersten Freibad. Das Kaifu Freibad, Leute. Ziemlich bekanntes Schwimmbad hier in Hamburg. Ich war allerdings noch nie hier. Weil ich war wirklich zuletzt richtig aktiv an einem Schwimmbad vor 5 Jahren. Das war 2018. Das hat einen Grund, Leute. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hasse Schwimmbäder und Freibäder. Warum, weshalb, wieso, erzähle ich euch später. Jetzt muss ich erstmal mir Frühstück hier holen. Auf durch diese magische Tür. Achso, ich komme hier gar nicht durch. Das ist ein Opfermove. Das ist ein Ausgang. Opfer. Das Außenfreibad, das ist, was mich interessiert. Seht ihr die Wiese da? Ja, ich habe mein Handtuch dabei. Ich brauche Platz. Ich brauche einen Platz zuerst. Alter, Alter, wer ist der Typ? Alter, über diese Deutschen, die auch ihr Handtuch dabei haben. Reserviert. Du Arschloch. Ich bin jetzt wirklich nach über 5 Jahren im Freibad. Ich finde das wirklich gerade eine sehr komische Situation für mich. Ich sage euch, Leute, warum hasse ich Freibäder so sehr? Es ist wirklich, es liegt ja auf der Hand, sage ich auch. Ich habe Brüste. Geiles Haus. Das Freibad ist in der Regel immer so, sozial brutal voll und dementsprechend aus Wasser mal voller Pisse. Also schwimmst du ja eigentlich gefühlt nur in Pisse und Chlor. Wurde schon im Schwimmbad mal erkannt, als ich zuletzt mal im Schwimmbad war 2018, habe ich eine Woche Döner hochgeladen. Ihr müsst euch vorstellen, da war ich noch dicker als jetzt. Ne? Jetzt haben wir so ein bisschen was, aber damals war noch so doppelt, sage ich. Doppelschwein. Dann kommt einer zu mir, ich habe so einen fetten Bauch und sagt, ey Bruder, du bist doch der, der eine Woche Döner gegessen hat. Also erkennt mich ein Zuschauer, während man so brutal fett ist. Also ist auch nicht so eine angenehme Situation. Los, nimm ab, Fettsack. Ich liebe es zu schwimmen. Ne? Ich finde, Schwimmen ist eine richtig geile Sportart. Das macht auch so Bock. Man kann gut abnehmen. Jedes Körperteil wird beansprucht. Man fühlt sich im Wasser richtig frei. Und Fett schwimmt oben. Außerdem unterschätzt mich nicht, ihr fetten Schwein. Ich bin wirklich ein richtig guter Schwimmer. Ich habe nicht umsonst. Ich habe das Abzeichen Schwein, wie du sehen kannst. Was für ein Abzeichen habt ihr? Oder macht man das heutzutage noch? Also zum Beispiel, es gibt ja Seepferdchen, Freischwimmer, Silber, Gold, Platin. Stell dir vor, du hast einfach das Abzeichen Platin. Was man dafür wahrscheinlich machen muss. Wahrscheinlich nichts mehr mit Schwimmen zu tun. Man muss wahrscheinlich die Fähigkeit besitzen, ein Up-Red-Musikvideo zu drehen. Aber bevor ich aber selber jetzt ins Wasser pisse, brauche ich jetzt Frühstück. Gott, ich brauche diese Pommes. Ich brauche jetzt eigentlich als Start perfekt für diese Pommes. Ah, guck mal, genau hier in diesem dicken Haus. Mal Eis und alles mögliche, ne? Aber eventuell auch diese geilen Pommes. Warte, steht da nicht Pommes? Und am Rand ja 1,60. Die Brillengläser reinigen. Digga, 1,60, da steht einfach 4 Euro. Ist sie bio? Nein! Aber halal und vegan. Ich habe sie wirklich, Leute, meine erste Mahlzeit für den heutigen Tag. Wirklich Freibad Pommes mir jetzt geholt. 4 Mäuse. Der Stand sah echt aus, gefühlt wie meiner Kindheit. So ein weirdes Gefühl irgendwie. Ich bin im Freibad, ich esse Pommes. Ich fühle mich gerade wirklich wieder wie 12 und ich finde es richtig, richtig geil. Früher, als ich noch jung und verwirrt war, Leute, habe ich nie Mayo genommen. Ich habe immer nur Ketchup genommen. Ne? Ich schwöre es euch, auf die, aber allgemein auf Pommes soll immer Mayo. Ne? Aber auch bei den Freibad-Dingern. Mayo ist eigentlich das Wahre. Und ohne Handessen. Alter, warum schmecken die so anders? Ne? Das sind ja nur Tiefkühlpommes eigentlich. Aber ich glaube, durch das ganze Chlor, das man hier einatmet, irgendwie, haben die einen ganz eigenen, richtig geilen Geschmack. Ich drehe mich einfach auf den Rücken. Das war ja auch. Der Mann meinte, kannst du oft du willst Soßen auffüllen. Oh mein Gott, ist das ein Mayo-Teil. Ist so lecker. Aber jetzt, Leute, kann ich in Ruhe ins Wasser gehen und reinpissen. Der pinkelt doch da, oder? Wir haben schön gefrühstückt, dazu waren wir auf Toilette. Ich würde sagen, das war ein erster wirklich erfolgreicher Schwimmbadbesuch. Ehrlich sagen, Leute, für dieses Video habe ich eigentlich noch 3 Schwimmbäder rausgesucht, die eigentlich super Legendenstatus bei mir haben, weil als Kind habe ich da so extrem viel erlebt. Alle 3 haben entweder geschlossen, sind nicht mehr verfügbar oder werden umgebaut. Das erste Schwimmbad war genau hier jetzt, wo Aldi ist, Leute. Altona Schwimmbad. Hat allerdings vor 8 Jahren zugemacht. Ja gut, es gab auch wirklich Gründe dafür, dass leider ein Kind ertrunken und da gab es übel viel Kakerlaken. Ja, das war wirklich widerlich. Aber ich habe bei diesem Schwimmbad mein Abzeichen gemacht. Ein Schweineabzeichen. Das war wirklich verdammt schwer. Dieses Schwimmbad hatte einen integrierten Burger King. Das war so heftig, Digga. Stell dir mal vor, du gehst schwimmen und kannst dann noch Burger King essen. Das war so mega. Oder das St. Pauli Hallenschwimmbad hier. Da habe ich zum allerersten Mal eine Titte gesehen. Allerdings war das die von meiner Schwester. Aber ganz ehrlich, das zählt doch trotzdem, oder? Ja, doch, doch. In dem Schwimmbad habe ich auch meine ersten Schwimmerfahrungen gemacht im Kinderbecken. Habe da schon zum ersten Mal reingepisst. Aber leider in diesem Kackschwimmbad hier gibt es nur noch so Kurse. Man kann da nicht mehr einfach öffentlich hingehen. Und die Alster-Schwimmhalle, die wird gerade umgebaut, wie ihr sehen könnt. Und ich habe hier auch so brutal extrem viel erlebt. Da zum Beispiel hatte ich im Abitur Schwimmen und habe zum ersten Mal die Füße meiner Lehrerin gesehen.
Aber ich wurde damals als Kind auch so asozial gemobbt. Wisst ihr, ich war echt so ein bisschen so ein Mitläufer. So eine Gruppe von Jungs, die waren eigentlich voll die Arschlöcher. Meinen dann irgendwann zu mir so, ja ey, lass mal schwimmen gehen hier, Altersschwimmhalle. Bin in der Umkleidekabine, zieh mich um und plötzlich, während ich umziehe und halt bin, guckt einer so drunter und sieht halt mein Ding und sagt so, ey Jungs, der hat voll den kleinen Blablabla. Digga, was hast du denn erwartet? Ich war 10. Soll ich da einen Riesenschatz haben oder was? Aber in dem Alter war das damals so, wow, ey, und hier. Ich meine, heutzutage ganz ehrlich, klar, ich habe jetzt kein absolutes Riesending da, aber es reicht völlig aus, um deine Mutter zu... Halt mich fest, Digga! Halt mich fest! Ich muss hier ein bisschen abreagieren, weil die Erinnerungen gerade haben die echt ein bisschen sauer gemacht. Deswegen gehe ich ganz kurz was zocken. Derzeit zocke ich halt Honkai Star Raid, ein Open-Fantasy-Spiel. Die Macher von Genshin Impact haben eine Open-World erschaffen mit wunderschönen Landschaften, geilen Grafiken, wo du Missionen nachgehen kannst, aber auch 20 Charaktere zum Beispiel zur Auswahl hast, zum Zocken. Mit denen kannst du Teambuildings machen, die ewig weit gehen. Zu kämpfen natürlich. Dazu gibt es jetzt aber auch zwei neue 5-Sterne-Charaktere. Mein Blade. Der Typ ist ein Schwertkämpfer und ist wirklich zu allem bereit. Das ist ganz besonders bei ihm ist, umso mehr Schaden er kassiert, umso stärker wird er auch. Und dann gibt es noch Kafka. Sie gehört auch zu den Stellaronjägern, aber bei sie ist gar nicht so bekannt. Man weiß nur, sie ist richtig krass, allerdings kämpft sie sehr elegant. Wir sehen, die kommt am 9. August angeblich. Geil auch zum Beispiel ist, es gibt ständig neue Events, zwei neue Maps und die Mission wurde noch erweitert. Die Langzeitmotivation ist auf jeden Fall gesorgt. Und das absolute Special-Ding ist noch, dass Honkai Star Raid eine Real-Life-Aktion hat. Und zwar gibt es jetzt in jedem Combi-Shop in ganz Europa, das sind Bubble-Tea-Läden, eine Kooperation zwischen Honkai Star Raid und diesen Bubble-Tea-Läden. Es gibt passende Bubble-Teas zum Spiel. Einmal in der Sorte und einmal den hier. Die beiden schmecken auch richtig fruchtig und süß. Es geht aber auch darum, das Kopfgeld der Stellaronjäger Blade und Kafka zu finden. Und dazu gibt es noch super viele Goodies, wie Poster, Karten oder auch Aufkleber. Und das Geile, auf der Rückseite der Karten gibt es Rubbellose, mit denen man Belohnungen im Spiel kriegen kann. Du Schwein, lad dir super gerne kostenlos Honkai Star Raid runter und holt euch einen leckeren Bubble Tea bei Combi, passend zum Spiel, und erhaltet die ganzen Belohnungen. Jetzt allerdings geht's weiter mit dem Video. Und da mir meine ganzen Kindheitsschwimmbäder genommen worden sind, von denen da oben merke, es tut mir leid, habe ich jetzt ein ganz neues Schwimmbad rausgesucht. Das Marienreiber-Schwimmbad. Da war ich noch nie in meinem Leben. Digga, das ist ja einer der komischsten Schwimmbäder, die ich je gesehen habe. Ganz da hinten ist es erst, aber Leute, absoluter Genick für mich, ne? Der Kiosk hat geschlossen, wo es Pommes und alles zu essen gibt. Ey, diese Schwimmer macht mich ja hier fertig, Leute. Hier ist ja gar nichts los. Die Kamera raus! Genau in dem Moment, Leute, kam die Bademeisterin und hat gesagt, hier darf man nicht filmen. Ich konnte nicht essen, ich konnte dann nicht filmen. Und dann wurde ich zum nächsten Schwimmbad und plötzlich hat es angefangen, in Strömen zu regnen. Ihr seht es an meiner Kapuze, Leute, es hat angefangen zu regnen. Und wenn es regnet, könnt ihr euch ja vorstellen, an diese ganzen Kiosken zu, weil keiner am Freibad abhängt. Das hat mich richtig zerstört. Deswegen habe ich am nächsten Tag das Video weitergedreht und durchgezogen bis zum nächsten Tag. Damit ihr es richtig versteht, ich habe dann Mittwoch um 11 Uhr die Challenge weiter durchgezogen, bis Donnerstag dann. Sowas mache ich in der Regel nie. Aber ich will euch wirklich immer die beste Abwechslung, den meisten Inhalt bieten. Weil das Problem ist jetzt, am nächsten Tag lief es genauso scheiße. War das Ohlsdorfer Schwimmbad hier? Guck mal, das wurde komplett jetzt neu gebaut und designt. Ey, wir müssen jetzt dahin. Ich weiß gar nicht, ob man dann so viel erleben kann, ob da Rutschen sind oder so, aber hauptsächlich gehe ich jetzt dahin, um zu essen und zu trinken. Digga, wie fancy sieht bitte dieses Schwimmbad? Das sah wie Eingangshalle aus. Wie schön und neu sieht dieses Schwimmbad aus. Ich habe gerade kurz mit einem Typen an der Kasse geredet, der meint, beim Imbiss waren gibt's richtig geilen Scheiß. Von Currywurst bis selbstgemachte Frikadellen. Oh, das könnte jetzt richtig lecker werden. So, Leute, ich schwöre es euch, ne, es ist so scheiße irgendwie, weil ihr seht, ne, dieser Imbisswagen, wo es so geiles Essen geben soll, meinte der Bademeister, hat geschlossen. Okay, keine Panik auf der Titanic jetzt. Ich sag das nicht wegen euch, sondern wegen mir. Weil aus dem einen Schwimmer wurden wir jetzt rausgeworfen, so gefühlt. Bei dem anderen Schwimmer war der Imbisswagen einfach geschlossen. Ey, der wäre so lecker wahrscheinlich geworden. Ich habe jetzt noch ein anderes Schwimmbad im Kopf, das ist ein bisschen klein, aber da kann man, glaube ich, ganz geil essen. Mein Notfallschwimmbad. Ihr seht, Leute, das ist eigentlich eine Beachhalle. Kann man Volleyball spielen. Habe ich sogar mal Volleyball gespielt. Aber hier gibt es auch, wie ihr sehen könnt, ein Freibad. Oh, bitte klappt das jetzt, Leute. Ich will euch nicht anlegen. So viele Freibäder habe ich auch nicht mehr im Petto. Das Freibad ist geschlossen, hat sie gerade gesagt, weil das Wetter nicht passt. Klar, ein paar Wolken und so. Das mache ich jetzt. Jedes Freibad ist irgendwie verkackt. Keiner hat richtig offen. Man kann nichts fressen. Soll ich auch verhungern oder was? Ich will euch die echte Emotion zeigen, dieses Video, okay? Es hat angefangen zu regnen. Guckt euch mal diesen Jungen an. Mache ich das schon am nächsten Tag? Alles am Arsch. Alle Schwimmbäder wollen mir kein Fressen einfach anbieten. Aber dann, Leute. Aber dann. Aber dann. Aber dann. Aber dann. Die Sonne ist rausgekommen, Leute. Genau, wo wir beim Schwimmbad angekommen sind. Da Freibad Poseidon. Seit 50 Jahren ist hier jeder ein Schwimmbad rein. So muss es auch sein. Ich glaube, es könnte wirklich jetzt endlich klappen nach dem 5. Freibad, wo wir nicht reingekommen sind. Okay, richtig geil, Leute. Ihr seht, man kann hier schön Pommes, Currywurst, Mais und alles umstellen. Und hier kann man dann rein und wunderschön einfach schwimmen. Ihr wisst gar nicht, Leute, ne, dieses Video ist gerade so ein Struggle und ich freue mich einfach, endlich ein Wasser zu trinken. Weiß, ihr seid heiß darauf, mich jetzt wieder oberkörperfrei zu sehen. Kriegt ihr jetzt erstmal gleich. Erstmal darf ich hier im Freibad ganz in Ruhe essen. Das gehört ja alles hier zum Freibad. Dann essen wir ganz kurz in Ruhe, trinken in Ruhe und dann gehen wir schön planschen. Eiskalt. Wodka Gorvoschow. Es Wodkas reine Seele. Leute, ich habe eine Currywurst bekommen. Ich habe ohne Pommes bestellt, das bereue ich gerade ein bisschen, weil ich dachte, ach, Currywurst reicht, aber nein, hätte wirklich Pommes mit dazu gehört. Dann essen wir mal vornehmen. Wir sind im Schwimmbad, dann müssen wir uns natürlich benehmen. Ah, sehr, sehr gut. Der ist ungern meine Brüder. Aber so Currywurst ist so eine echte Ausnahme. Currywurst, Bacon, ne? Ist irgendwie so geiles Schwein. Also die Wurst ist super lecker. Und natürlich bei der Currywurst ist ganz entscheidend. Diese wunderbare, leckere, geile Soße. Kann man auch wirklich so essen.
Oh, diese Currywurst tut gerade wirklich der Seele. In meiner dicken, fetten Seele tut mir einfach nur gut. Mich gerade, Leute, dass wir endlich was geschafft haben, in einem Freibad halbwegs zu essen. Aber jetzt würde ich gerne schwimmen gehen, aber eigentlich soll man doch... Oh, nach dem Essen, halbe Stunde warten. Okay, jetzt gehe ich zum Bademeister. Ich muss euch was gestehen, Leute. Ich habe damals gar nicht das Schweineabzeichen gemacht. Das war gelogen. Ich habe damals das Seesternabzeichen gemacht. Ich habe es auch beim ersten Mal bestanden, also so war nicht. Also lief auch wirklich gut. Aber kann ich 10 oder gefühlt 15.000 Jahre später immer noch die Prüfung einwandfrei schaffen? Dafür muss man in der Bahn so schnell es geht schwimmen. Einen Artikel aus dem Wasser tauchen. War das eine Gamer? Eine Maske. War das Gamer? Und eine Frage zum Schwimmen beantworten. Darf man ins Schwimmbad pissen? Ja. Durchgefallen. Oh, ich schwör's euch, ihr Schweine, ne? Es ist so geil zu schwimmen, ne? Früher als Kind bin ich auch regelmäßig meiner Mutter in Urlaub gewesen, in Bulgarien oder Spanien und so, ne? Bin immer im Wasser geschwommen. Ich fühle mich wie ein Wal, weil ich oben schwimme, weil mein Fett oben bleibt. Wie wär's, ihr Schweine, jetzt, wo wir gerade so Badespaß haben? Hier meine GoPro. Ich pack die jetzt in so eine Schutzhülle. Jetzt gehen wir zusammen in die Unterwasser. Wo war ich? Wir spielen jetzt ein Spielchen, ihr Schweine. Finde das Geld. Oh, scheiße, das ist weg. Und mit diesen 50 Cent holen wir jetzt ein leckeres Eis. Mit hier gibt es genauso einen Kiosk wie meiner Kindheit. Kann ich nochmal zwei Bum-Bum-Eis haben, wenn es geht? Ihr Schweine, in diesem Video wird wirklich meine Kindheit zersäbelt. Ich habe einfach kein Bum-Bum-Eis. Was ist das denn? Aber ein Cornetto, komm, das hat auch Legendenstatus. Und das neue Magnum habe ich mir geholt. Alter Leute, absolut top Empfehlung. Das ist ja mega geil. Du hast so eine Maracuja-Schicht, dann Buttermilch und noch weiße Schokolade. Das ist doch Hammer. Lifehack fürs Leben für euch. Nach dem Schwimmen, ihr kennt das ja, ne? Euer Ohr ist voller Wasser. Was kann man da tun? Ihr müsst einfach nur Rockmusik anmachen und dann... Vegan! Vegan! Ich bin vegan! Das Gute ist jetzt, Leute, wir haben es 18.42 Uhr, also wir sind wirklich gut dabei. Keine Sorge, wir fahren noch zum Tropical Island. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich so geil ist. Aber ich würde jetzt richtig gerne mit euch zu einem Schwimmbad, das einer der bekanntesten Schwimmbäder in ganz Hamburg ist. Ich war mein Leben zwar erst einmal da, aber das Ding existiert schon seit 50 Jahren gefühlt. Und ihr könnt den Namen ja selber erraten. Es reimt sich auf Fieber. Mhm. Arriba. Es ist wirklich ein sehr geiles Schwimmer, das leider viel zu beliebt ist. Deswegen wird es wahrscheinlich also extrem voll sein. Mal gucken, wie ich das in einem Film hinkriege. Da kann man, glaube ich, auch super essen. Und da gibt es auch Erlebnisrutschen. Das heißt, wir können auch richtig geil rutschen. Oben seht ihr sie. Die rutschen. Das ist Arriba, Leute. Hier gibt es so viele verschiedene Zonen, wo man schwimmen kann. Das ist noch ein Abteil. Hier gibt es immer so Wellenbad. Hier kommen so echte Wellen. Hier gibt es noch eine Rutsche. Auf geht's, ihr Schweine. Oh, Digga, ich bin zu alt für diese Rutschen. Guck dir mal, wie mir wehgetan hat. Jetzt machen wir aber das Wichtigste an dem Video hier. Wir wollen natürlich das richtige Freibaderlebnis. Und hier kannst du dir Burger holen. Oh, Burger Currywurst für 8 Euro. Das ist schon ganz schön teuer. Oh mein Gott, hier gibt es sogar Slushy. Weil das ist das echte Freibad-Feeling, was ich euch geben will. Hier das Freibad. Ich habe mir einen schönen Slushy geholt. Lecker. Aber wo ist mein Essen, Mann? Gib mir sofort mal. Komm hier schon mit deinem Essen, du Fetzer. Ich hab wirklich geile Butter besorgt hier im Freibad. Es gibt Nuggets mit einer süß-sauer-Sauce. Boah, die Nuggets grillen sogar noch. Oh, die frisch, Alter. Boah, die müssen weiter essen. Schwimmbad. Geile Nuggets. Burger. Geil, Leute. Wir können uns endlich mal ein bisschen vollfressen hier im Schwimmbad. Boah, ich habe mir einen Cheeseburger bestellt. Sogar hier noch eine Chili-Cheese-Soße drauf. Der Burger sieht echt aus wie gefühlt so einer Burger King-Werbung. Den hat er wirklich richtig geil gemacht. Das wäre geil dazu. Chili-Cheese-Fries mit Röstzwiebeln, Käse. Da haben sie meiner Kindheit noch nicht, Alter. Das ist gerade echt lecker. Ihr seht, die Nacht bricht langsam ein. Wir haben es 21 Uhr. Dann wollte ich Abwechslung schaffen und habe bei Google eingegeben, Luxus-Schwimmbad Hamburg. Und es kam so ein Spa raus. Also bin ich da hingefahren. Schwimmbad-Spa, wie auch immer, ist ja nicht mal mehr in Hamburg. Irgendwo hier nichts. Oh, Junge, 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 das fängt ja gut an. Leute, wo bin ich hier gelandet? Das sieht ja richtig geil aus. Und das riecht hier noch. Da guckt ihr dieses Spa an. Diese Wanne, die ist doch... Alter, ist die aus Silber? Ja, die ist ja so edel, die Wanne, dass hier nicht mal Wasser läuft. Das ist krass. Und ihr kennt doch schon diese Quietsche-Enten, ne? Die haben hier Quietsche-Schweine. Das Spa wäre kein echtes Freibad gewesen. Und zwar gab es da zwar ein Restaurant und ein Hotel gleichzeitig. Das heißt, das Hotel hat ein Restaurant. Aber es hat ja nichts mit dem Video eigentlich zu tun. Deswegen wäre das völliger Quatsch gewesen, da zu essen. Das hätte... Wisst ihr, meine? Und das habe ich natürlich erst gemerkt, als ich über 40 Minuten lang dahin gefahren bin. Morgen geht es ja richtig ab. Morgen geht es zu Tropical Island. Ich habe zwar ganz gut gegessen, ich habe zwar noch so ein bisschen Hunger, aber komm, das halte ich bis morgen auf. Was habe ich gemacht mit Trinken? Ich habe ein Slushy getrunken und ein Glas Wasser. Mega. Meine Lippen sind ausgetrocknet. Boah, ich muss echt sagen, ich auch ein bisschen Kopfschmerzen langsam, weil ich echt Durst habe. Egal, ich ziehe jetzt noch die Nacht durch, probiere irgendwie eins, bla bla bla. Und morgen früh brauchen wir irgendwie erstmal ein Schwimmbad, bevor wir Tropical Island fahren, damit ich noch was zu trinken kriege. Ich hoffe, ich halte es aus für euch.
Bitte. Alter, ihr Schweine, ich hab übel verpennt. Es ist 10.40 Uhr. Ich hab Durst, meine Fresse. Meine Lippen sind so trocken wie die Sahara. Das Video wird einfach ein bisschen länger gehen als 24 Stunden. Das wisst aber nur ihr, die bis hier schon geschaut haben, ihr dicken Dinger. Wollt gerade losfahren, ihr Schweine. Aber guck dir das mal an. Auf dem Auto ist einfach ein Wespennest. Hier sind 4 Wespen gleichzeitig im Auto. Wie soll ich bitte einsteigen? Digga, diese Wespen, die wollten wirklich mit umsonst ins Freibad sich reinschleichen. Aber Wir fahren jetzt Richtung Tropical Island. Es dauert fast 4 Stunden. Und ich würde echt gerne noch irgendwo einen Abstecher machen. In irgendeinem Schwimmbad, wo wir kurz was frühstücken können. Weil ich echt Hunger und Durst habe. Hier können wir jetzt schön essen gehen. Und zwar im Badepark Elmshorn. Digga, ich bin in Elmshorn. Das ist die perfekte Möglichkeit, um zu sagen, wenn du noch nie in Elmshorn warst, bist du in meinen Augen kein Hamburger. Dann verklagst du deinen Bruder, weil er dir noch 1,30 Euro schuldet. In Elmshorn. Aber erzähl mal jemanden, er geht ins Freibad, nur um kurz zu essen. Ey, diese Challenge ist wieder so ein Schwimmer, das viel zu gut aus. Ey Leute, Elmshorn macht mich jetzt schon fertig. Guckt euch mal an, das ist der Weg zum Freibad. Digga, ist das ein geiles Schwimmbad. Oh, wir können auch kurz rutschen. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, ist das hoch. Oh, und achte in die Kurve. Oh. Das ist ja richtig schwer. Oh, mein Knie. Alter, mein Knie. Alter, das hat so weh getan. Boah, scheiße, Leute, guckt das Knie an. Digga, dieses Video macht mich kaputt. Digga, so sieht mein Knie jetzt 1-2 Tage später aus. Ey, diese Rutschen sind böse. Erstmal springen wir ins Wasser zusammen. Das da an den Kinderbänken vorbei. Und hat mich so abgeschossen. Der hat aber mir nicht abgeschossen, der hat auch meine ganze Pommes und der ganze Ketchup, alles, mein ganzer Arm, alles. Okay. Dann habe ich ihn angeguckt und hab gesagt, ja. Sorry. Kein Problem. Dann habe ich aber zu ihm gesagt, Digi, ich war draußen im Freibad auf dich, Digga, und wenn du rauskommst, hau ich dir deiner Mutter einen auf die Schnauze. Und hier ist der Kiosk. Guck mal, wie geil der ist. Der ist voll riesig. Es gibt super viel Auswahl, Fisch und Chips, Nuggets. Endlich was zu trinken. Und das ist wirklich ein Upgrade. Es gibt mittlerweile in Schwimmbädern Süßkartoffelpommes. Normale Pommes ist natürlich ultra lecker. Süßkartoffelpommes sind auch mega mäßig lecker. Mmh. Jetzt habe ich diesmal was Neues mal bestellt. Wir hatten jetzt schon Burger, wir hatten jetzt schon Pommes. Wie wäre es einfach mal mit so einem Hotdog? Schön mit Seegürkchen. Dazu hast du unten noch Senf. Nie in meinem Leben, ne? So ein leckeres Schwimmbad gegessen. Leute, ich weiß nicht, was hier los ist, ne? Das Auto ist wieder voller Wespen. Irgendwas ist da auf dem Auto, was die Wespen richtig geil macht. Video bis jetzt, Leute, ist ein Hoch, ein Tief und alles Mögliche. Das war aber wirklich super lecker da. Nur kleines Problemchen hier. Einmal dauert es irgendwie 4 Stunden nach Tropical Island, weil in Elmshorn gibt es anscheinend irgendwie keine Auffahrt. Richtung Berlin, warum auch immer? Was ist denn in Elmshorn los? Gib mir jetzt wirklich noch, Leute, ne? 4 Stunden fahre ich jetzt noch. Nur damit wir noch Tropical Island mitnehmen. Weil ich hab's versprochen. Und ihr wisst, wenn ich was verspreche, dann zieh's auch wirklich durch. Und wir sind angekommen, Tropical Island. Alter, guckt euch mal an. Diese Riesenkuppel ist Tropical Island. Alter, wie sieht das bitte aus? Ey, ich kann es gerade nicht fassen. Das ist Tropical Island, Mutter Maria. Leute, das sieht aus wie eine NASA-Station. Was wird uns jetzt hier erwarten? Dafür sind 4 Stunden gefahren. Wir gehen jetzt da rein. Ich erkunde die ganze Scheiße für euch. Wenn es so groß ist, muss da hoffentlich auch irgendwas Spezielles zu essen geben. Alter, Leute, jetzt wo ich innen drin bin, das ist wirklich so eine Kuppel. Das ist so ein tropisches Paradies. Aber der Preis, Leute, für 2 Personen, 103 Euro. Hör mir auf, Alter Schwede. Dafür kriege ich ja nie mein Geblüt. Ich schwör's euch, das ist ein Labyrinth, Leute. Die Umkleiden haben kein Ende. Ach, ich bin in einem Schwimmbad. Jetzt bin ich hier einfach in einem Zoo gelandet. Zuerst erkunden wir das Regenwald-Resort. Du heilige Scheiße. Jetzt seht ihr da, Leute. Es gibt hier sogar Flamingo. Alter, das ist wie eine richtige Straße. Da hinten sind diese legendären Rutschen. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen, ne? Kurz ein Rutschgang für euch. Also, ich glaube, das ist halt wirklich einfach ein Sandstrand. Also, Schweine, ich schwimme. Ich gehe euch mal mit ins Wasser. Hier schwimmen zu gehen, ist ja aber richtig geil. Hier gibt es ja sogar einen Körpertrockner. Nur mal zu veranschaulichen, ihr Fettsäcke, ne? Das Ding hier ist so groß, dass hier sogar man einen Heißluftballon mieten kann und über das ganze Ding fliegen kann. Ist ja völlig krank, leider schon geschlossen. In der Kuppel noch ein zweites Schwimmbad. Ist hier sogar noch einen ganzen Store, wo du extrem viel Schwimmsachen einkaufen kannst. So lustige Enten. Hier noch so ein Spielplatz, sogar Theaterauftritte. Hier kann man Indisch essen. Hier gibt es einfach einen Food Court. Hier gibt es natürlich Burger, Pommes, Salat. Hier einfach, wo du selber Frozen Joghurt hier holen kannst oder Slushy. Und sogar Thailändisch gibt es hier. Hey, es gibt hier ein All-You-Can-Eat. Hier kriegst du Kartoffelecken, Nudeln, Reis. Okay, Schwein, ich dachte wirklich, das ist indische Küche, aber hier gibt es wirklich alles. Hier gibt es Kottbullar, hier gibt es Schwein. Also Kasslerbrat. Gott, hier ist die Nachtischecke. Oh Gott, das ist ein Brownie. Dieses Resort ist wirklich der NG der Freibäder. Du kannst hier alles machen. Jetzt habe ich noch einen Teller voller Essen. Meine Potato Bites mit Rindersoße. Wird schon schmecken. Boah, ich habe mir so Kottbullar geholt. Also diese schwedischen Frikadellen. Schmecken mega. Zu Puten geschnitzeltes mit lecker Rindfleisch. Kann man auch echt gut essen.
Oh Leute, ich habe einen Fehler gemacht, weil jeder weiß doch, Nudeln mit dieser richtig geilen Bratensoße, das kommt sehr, sehr böse, sehr lecker, aber auch sehr, sehr gefährlich. Ihr schwimmt da richtig drin. Oh, bitte schmeckt das. Nein, es schmeckt nicht. Nudeln mit Bratensoße, bitte. Ein voller Genuss, ich wusste. Da hat mein Schweininstinkt zugeschlagen. Keine Sorge, Nachtisch nehmen wir natürlich auch noch. Hör mir auf, es gibt hier sogar Schokopudding. Eigentlich schon ein Kirschfreund. Kuchen, oh, werden wir jetzt rausfinden. Das ist der Kirsch. Hast du noch dieses Marmorteil? Liebe Marmorkuchen, wer denn bitte auch nicht? Das ist der fluffige Schokopudding. Oh, schmeckt der lecker. Wow, Leute, Tropical Island ist der Hammer. Ich schwöre es euch, in dieser Kuppel kann man sich ein Leben aufbauen. Ich könnte wirklich einen Monat erleben, da gibt's Fressen bis zum geht nicht mehr, Schwimmen bis zum geht nicht mehr, da gibt's Konzerte, gibt's alles, was du dir vorstellst. Ey, das war wirklich ein unfassbares Erlebnis. Das hat sich wirklich gelohnt, 4 Stunden herzufahren. Ich meine es wirklich ernst. Am Ende habe ich trotzdem nur 2 Stunden drin gechillt, weil es schon zugemacht hat, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ehrlich, dass ich euch gar nicht gesagt habe, wie es ist, 24 Stunden lang vom Freibad zu leben. Durstig, unfassbar durstig, müde. Allerdings essenstechnisch und alle Restaurants, Kiosk haben auch, kann man es halbwegs überleben. Das Trinken war echt ein Problem. Wir haben bis jetzt 22 Uhr. Wir sind 11 Stunden über der Zeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ihr lasst ein Like für den ganzen Aufwand. Dann noch ein absolut leckeren Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns Sonntag, 20 Uhr, zum nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.